Hallo und herzlich willkommen. Wir müssen leise sein, denn da oben sind zwei Gegner, aber ich habe hier eigentlich auch ganz viele Kameraden, die mir helfen könnten. Von daher, ich habe nämlich keine Munition mehr. Ach doch. Ja. Ich meine, ihr macht ja auch gar nicht so auf euch aufmerksam. Hoppla. Der brennt aber ganz schön, der Gute. Wie lange die brauchen, um so einen Typen da wegzublasen? Ich sterbe ruhmreich. Da ist wieder ein Adler. Ja, jetzt sind wir, glaube ich, schon bei Nummer 15 und ich suche Fische. Deswegen werde ich mal gucken, was sich hier so entdecken lässt. Was? Jetzt habe ich eben gerade was gefunden. Sehen aber nicht. Ach doch, da. Hier noch irgendwo was. Das Blöde ist, was ich finde, ist, dass man im... Da ist noch einer. Dass man im Wasser keinen... Also, dass man im Wasser nicht messern kann. Aber das ist bestimmt wieder jemand, den ich so. Au! Au! Du Blödes! Doch, jetzt kann man messern, wenn er mich angreift. Was? Aua. Das nennt man mit Explosion. Einer geht nicht kaputt. Der geht nicht kaputt. Ich glaube, ich muss erstmal Munition sammeln. Aber ich brauche den Fisch da. Ah, Sturmgewehr. Ja, komm mal her, du Scheißfisch. So wird das nix. Oh oh. Sehen wir erstmal das Wildschwein. Und jetzt bräuchte ich diesen Fisch da hinten. Ja, hör doch mal auf zu ballern. Also das sind ja wohl Idioten, ne? Das letzte Mal schon rumgeballert wie die Vollidioten. Jetzt schwimmt er hierher. Das gibt's nicht. Kriegt das Vieh nicht klein. Verdammt, schieß nicht auf mich, Arschloch! Wer schießt denn auf dich? Nur wenn ich gleich auf dich schieße, du Froschkopf. Wie kriege ich den noch klein? Was hätte ich denn hier noch? Wie wär's denn mit einer Granate? Ich glaube, ich muss das Ding ein bisschen länger festhalten und hopp! Nee. Hinten sind Wildschweine. Na egal. Auf jeden Fall habe ich hier vorne irgendwo so ein Viech liegen. Und das brauche ich. Oh, Scheiße.
Okay. Kann ich den jetzt häuten hier? Nee. Okay, das Ganze nochmal. Fuck in das Ding, da kommt er. Ich kann ihn aber nicht platt machen. Oh, hier ein Bug. Habt ihr das gesehen? Gut, aber das ist nicht der Fisch, den ich glaube, ich brauche. Aber hier hinten waren irgendwie noch Wildschweine. Aber gut, lassen wir das mal außen vor. Gucken wir uns mal an, was wir als nächstes machen wollen. Ich würde sagen, also ich würde schon gerne irgendwie mal so ein bisschen nach und nach... Was haben wir hier eigentlich? Festung. Sehr schwer. Spiele im Koop-Modus, um den Chancengleichheit zu sorgen. Oder schwäche die Festung, indem du mehr Kampagnenmissionen beendest. Du erhältst große Mengen XP. Alter, angucken würde ich mir ja schon mal gerne, ne? Da bin ich ja schon jetzt ein bisschen neugierig. Festung. Oh, Leute, seid mir nicht böse, ich kann nicht widerstehen. Ich muss dahin. Das muss ich mir natürlich angucken. Eine Festung. Ich muss aber irgendwo erst noch Munition auffüllen. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall eine Sniper. Am besten einen Sniper mit Schalldämpfer. Guten Tag. Könntet ihr mal kurz helfen? Da draußen sind böse Jungs. Ach, das kennen wir ja noch, das Ding hier. Ich bräuchte mal Munition, Alter. Gibt's denn hier nirgendwo Munitions... Munition. Ich brauche Munition. Wir müssen einfach hier mal eine Schnellreise machen. Ich muss mir erstmal Munition kaufen, weil ich bin total ausgebrannt. Na komm. Okay. Und dann schauen wir mal. Das brauchen wir auf jeden Fall. Das brauchen wir. Seht ihr, hier habe ich Haftminen. Und Haft C4. Und trotzdem konnte ich vorhin die Dinger nicht aufnehmen. So, dann gucken wir mal. Seitenwaffe. Da bleiben wir bei der. Und als Waffe nehme ich jetzt eine Sniper. Oder soll ich ein MG nehmen? Oder einen Bogen? Ich nehme den Bogen. Ah, guck mal hier. Ach so, das geht nicht. Denn ich habe nämlich hier coole Munition. Achtung, Brandpfeil, Sprengpfeil, Harpune, Bolzen, also es ist alles da. Von daher würde ich denn jetzt mal sagen, nehme ich das mal. Löffel braucht kein Mensch. Opiumpfeife auch nicht. Latexhandschuh nicht. Das Fleisch behalte ich nochmal. Warte mal, jetzt muss ich doch eigentlich theoretisch einen Fisch, einen anderen Fisch genommen haben, ne? Jetzt müsste ich doch zwei Arten von Fischen haben. Ja, Tigerfischhaut. Also da war ich an dem, wo ich eben war. Das waren schon die richtigen Fische. So, und ihr habt mir gesagt,
dass wenn ich auf der Map gucke und dementsprechend nah ranzoome, dass ich dann auch hier die Viecher finde, die ich brauche. Wir könnten das ja auch erstmal so machen, dass ich sage, ich mache erstmal hier meine Herstellung. Was haben wir denn hier? Spritzentasche. Will kein Mensch. Aber ich mach's einfach mal. Ich kann sogar nochmal. Vielleicht sollte ich doch mal so gucken, was ich so an Spritzen herstellen könnte. Achso, jetzt. Mensch, sag doch mal was. Ich wollte doch gucken. Denn. Trage eine Seitwaffe und eine beliebige andere Waffe. Den Waffengurt. Das würde ich gerne schon irgendwie noch machen. Schabracken-Tapirfell. Das heißt, wir suchen Schabracken-Tapir. Da. Schabracken-Tapir. Goodie. Dann gehen wir da jetzt als nächstes hin. Mit unserem Bogen können wir auch gleich ein bisschen üben. Wie weit ist es? Hm? Ach da. 400 Meter. Sorry, hallo? Ich würde gern euer Fahrzeug haben. Fahr etwas vorsichtiger. Das sagst du mir? Die Royal Army hat herausgefunden, dass die Waffenschieber uns mit Munition versorgt haben. Ihr Lager ist vernichtet. Hoppala. Ach, guck mal hier, ist wieder hier so. Wenn man dich mal braucht, ne, dann bist du nicht da, du Verkäufer. Die Royal Army bringt in unseren Außenposten ein. Die Situation ist kritisch. Bitte melden. Ja, das haben wir alle. Die sind kaum zu übersehen. Aber da sitzen keine Menschen drin. Die sind voller Heroin. Alle Mann raus! Ja, ich will. Du verdienst es nicht zu leben. Aber du, oder was? Noch irgendwelche Fragen? Nein? Okay. Ich dachte ja nur, da sein können. So. Jetzt wollten wir ja zu unserem war das Auto nicht kaputt? Ja, es fährt aber. Das reicht. Bisschen wackelig, aber. So, wir wollen ja diese lieben kleinen Schweinchen killen. So, dann gucken wir mal. Da laufen sie. Nummer 1. Nummer 2. Der ging daneben. Ach, das ist aber ein Hausschwein. Egal, wer weiß, wofür es gut ist. Bei den Göttern. Da ist wieder eins, siehst du es?
Zack. Ah, seht ihr? Jetzt kann ich schon wieder was herstellen. Und zwar das, was wir brauchen. Zack. Sehr geil. Entschuldigung. Ein Köcher könnten wir auch mal. Nebelparderfell. Heiliges Kanonenfutter. Nebelparderfell. Also ich glaube, das wird heute mal nur eine Reihe, wo ich diese ganzen Viecher irgendwie aufsuche, um mal die Sachen da voll zu kriegen. Nebelparderfell. Das ist das nicht, ne? Das ist ein Honigdachs. Hier, die brauche ich auch noch mal später. Nebelparderfell. Samba. Da. Da müssen wir hin. Pass mal auf, dann machen wir hier die Schnellreise hin. Und dann sind es nämlich nur noch ein paar Meter. Aber ich glaube, dass dann der Bogen momentan nicht die richtige Waffe dafür ist. Ich nehme mal eine andere Waffe mit. Ich habe jetzt keinen Bock, da nochmal zu sterben. Hauptwaffe? Ich nehme die mal. Ach, stimmt ja, wir können ja jetzt... Stimmt ja. Warte mal, da mache ich das nochmal anders. Das dahin, die dahin und der Bogen dahin. Damit ich nachher das nicht verwechsel. So, von der Theorie her müsste ich jetzt auf der 1 die Waffe haben, auf der 2 den Sprenger und auf der 3 den Bogen. Sehr schön. So würde ich das wollen. Hey! Das finde ich aber nett von dir, weil genau dieses Gerät brauche ich jetzt. Oh, da ist wieder der laufende Händler. So, jetzt brauche ich selber gar nicht lenken. Das macht jetzt alles im Prinzip hier mein... Okay, jetzt müssen wir halt die Tiere finden. Oh, da haben wir schon welche. Und am günstigsten macht man das halt hier mit, ne? Ist noch welche? Nehmen wir uns erstmal den da vor. Und ich versuche den mal mit Bogen zu erlegen. Er ging daneben. Was? Jetzt habe ich ihn. Oh, der, doch, der hat zwei Pfeile kassiert. Nebelparderfell. Ich gehe mal hier oben hin. Da habe ich eine bessere Übersicht, glaube ich. Da ist doch einer, oder? Nee, das ist ein Schwein oder was weiß ich was. Aber den nehme ich auch mal mit.
Karma Level 2. Es hört sich an, als wenn da unten ein Tiger wäre. Ja. Da habe ich nicht recht behalten. Dumme Sau. Haut da ab. Was? Der dritte Pfeil und... Ja, ja, bleib entspannt. Ich tu dir auch nichts. Jetzt habe ich ihn. Super! Sieht gut aus. Dann gucken wir mal. Wir wollten nämlich herstellen einen Waffengurt. Ah ne, Quatsch. Was? Spritzentasche? Ne, einen Köcher wollten wir machen. Genau. Und jetzt nehmen wir uns hier den Waffengurt vor. Weil, da könnte ich nämlich noch eine Waffe tragen. Honigdachsfell. Das war, glaube ich, auch hier irgendwo in der Nähe, ne? Honigdachs, 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 da. Da müssen wir hin. Aber Schnellreise kann ich nicht machen. Aber hier kann ich Schnellreise hin machen. Okay. Machen wir Schnellreise dahin. Und zack. Am besten bräuchte ich jetzt noch ein Fahrzeug. Wir haben über diese Klumpkarre. Jetzt fahren wir typisch indisch. Warum sind da so viele Leute? Alter, und noch ein Tiger. Blödes Ass. Meine Fresse. So, dann haben wir auf jeden Fall schon mal einen Tiger. Jetzt wollten wir aber noch... Wir wollen auch eben noch... Hier waren auch noch andere Gegner. Wo sind die denn hin? Ja, guck, da. Es rennen wieder direkt vor deine Füße. So, dann gehen wir uns mal die Dachse holen. Der fällt ja runter schon nur vom Anblick des Elefanten. Den Elefanten, den kann ich auch noch schön schmücken. Brauche ich aber halt auch eine Menge Kohle für. Hinter uns. Was wolltet ihr sagen? Ein Elefant kann was, oder? So, noch 200 Meter, dann sind wir da. Beschütze die einmal Raubtierangriffen. Wo ist denn der Raubtier? Nicht gut?
Was haben wir hier jetzt? Weiß gar nicht, ob ich den auch noch brauche, aber egal. Ja, komm, Großer. Dann lass uns mal weiterlaufen. So. Da haben wir doch alle Tiere tot gemacht. Ja, rennt direkt da rein. Wie doof muss man denn eigentlich sein? So, theoretisch sind wir da. Dann gucken wir uns mal um. Ort entdeckt. Na, ihr's? Jetzt gucken wir mal. Wir können nämlich wieder was herstellen. Mal wieder Spritzentasche. Ach, scheiß drauf. Wir stellen jetzt einfach alles her, was geht. Wisst ihr... Ich werde Gandharvas Radiosendung vermissen. Ich weiß nicht, wo er sie her hatte, aber er hat immer alle Hits aus Bollywood und Amerika gespielt. Ja, ich würde aber gerne Dachse. Ich höre da irgendwas. Wo finde ich jetzt hier Dachse? Könnt ihr mir sagen, wo ich hier Dachse finde? Hunde. Ja, ist klar. Noch Fragen, ihr Hunde. Wo? Komm, ich hab ihn da abgeballert. Wo ist er denn hingefallen? Na egal. So, ich will aber Dachse. Dachse, 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 Dachse. Wo könnte ich hier Dachse finden? Wir machen mal die Kamera an. Irgendwie nicht, ne? Okay, dann laufen wir mal weiter. Gehen wir mal ein Stückchen zurück. Da ist mein Elefant. Okay, versuchen wir es hier nochmal. Seht ihr irgendwo welche? Ja, das ist mir klar. Das ist Elefant, ne? Tja, 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 tja. Hier sollten aber eigentlich Dachse sein. Was ist das denn eigentlich da? Warum zeigt ihr mir da als Wegpunkt an? Gucken wir nochmal auf die Map. Das ist aber irgendwie...
Gehen wir mal in die Richtung. Vielleicht finden wir ja doch noch was. Ja, ist gut, großer. Wie wollen wir den Elefanten nennen? Ihr könnt ja mal einen Namen in die Kommentare schreiben. Und ich suche mir dann davon einen aus. Die Jungs sind auch so ein bisschen doof, ne? Wenn sie einen Elefanten sehen, der da gerade am Rennen ist, dann rennen sie da drauf zu. Hey, Großer. Findest du hier irgendwelche Dachse? Oh, nicht, ne? So ein Haufen Zeug, ne? Ey, bin ich besoffen oder was? Ich finde hier keinen Dachs. Fähigkeiten. Da! Da ist doch einer. Meistens sind die doch mit mehreren. Egal, ich nehme den jetzt erstmal. Ja, komm, bleib mal stehen, Hasi. Jetzt. Scheiße. Alter, wie viel hält denn der aus? Oh, nee, ne? Ja, nee, ist klar. Miststück. Scheiße, da läuft mein Dachs. Tja, da hinten ist mein Dachs. Der Feind ist hier! Hier! Ich nehme das schwere MG. Ich will ja gar nichts von euch. Ich will ja nur den Dachs haben. Da ist er. Okay. Langsam anpirschen und... Was bitte? Jetzt habe ich ihn endlich. So, schicke Sache. Wir kommen zu Fuß. Okay.
Sag ich, natürlich keine Muni mehr. Aber ich wollte das Ding ja auch gar nicht einnehmen. Eigentlich bin ich hier auf Dachsjagd. Und wir sind schon wieder über der Zeit hinweg. So, gucken wir mal kurz hier, wie weit wir sind. Herstellung. Jawohl, Waffengurt. Das heißt, ich kann jetzt noch eine Waffe mehr tragen. Fähigkeiten haben wir auch nochmal was. Einen Punkt. Dann nehmen wir den. So, und dann mache ich jetzt mal eine Schnellreise. Wo wollten wir eigentlich vorhin? Wollten wir doch zu so einer... Ach, hier wollten wir hin, genau. Da mache ich jetzt mal eine Schnellreise hin. Und dann werden wir uns noch... Die Seelen meiner Familie haben jetzt Ruhe. Ich kann es fühlen. Und du hast dein Haus zurück. Ja, aber was wichtiger ist, diese Männer können nie wieder ir... Sei mir nicht böse, aber quatsch jemand anderen voll. Dauert, tut mir leid. So. Guck mal da, Heilspritzen können wir nämlich jetzt auch 6 Stück mitnehmen. Die sind natürlich teuer, ne? Die sind natürlich teuer. Da müssen wir erstmal gucken, ob wir was verkaufen können. Fleisch, Handbuch können wir auf jeden Fall verkaufen. Giftige Haut, doch, glaube ich, kein Mensch. Fleisch hau ich auch mal raus. Jetzt kommt natürlich drauf an. Was wir bei der Herstellung so noch brauchen. Geldbeutel. Also die Affen nicht verhauen, die Tigerfischhaut. Oh, da geht sogar noch mehr. Was brauche ich denn da? Besorgt ihr diese Fälle und heute durch eine Kurat Fashion Week Aufgabe. Himmelskatze. Köderbeutel. Brauche ich eigentlich nicht so. Honigsdachsfell. Nochmal 4 Stück. Schwere Munitionstasche. Da könnte man auf jeden Fall nochmal zuhauen. Also die Bärenhaut muss ich da lassen. Und Jackfell. Ja, Munition wäre natürlich auch gut, ne? Baralfell. Okay, wir passen jetzt auf jeden Fall erstmal die Waffen an. Weil ich kann ja jetzt mehr Waffen mitnehmen. Zum Beispiel... Scharfschützengewehr. Das heißt, ich würde das so machen, dass ich bei der 1, 2, 3 oder ein MG so auf die AK, die machen wir auf jeden Fall mal hier hin, weil da kriege ich immer Munition für. Oder nee, Quatsch, das ist ja eigentlich egal, ne? So wie ich das vorhin gesehen habe, kriege ich immer, wenn es Sturmgewehr ist, ist es Sturmgewehr. Gut, dann würde ich jetzt nochmal austauschen. Ich möchte nämlich gerne die Sprengmunition auf der 2, den Bogen auf der 4 haben. Den Bogen auf der 4. So, das heißt, das Scharfschützengewehr dahin. Und dann den Rekrutierbogen da. So, jetzt müsste es eigentlich theoretisch passen. Oder? Ich denke mal, ne? Munition müsste ich soweit auch... Hä, ich habe doch gar keinen Brandpfeil benutzt. Ach nee, ich kann ja jetzt mehr mitnehmen. Ah, stimmt ja. Die Frage ist, wie kann ich die Pfeile, die ich abschieße, wie kann ich das verändern? Wenn ihr das wisst, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich werde auf jeden Fall jetzt hier erstmal Stopp machen. Namaste. Und Namaste. Von daher würde ich sagen, gehen wir eine Runde ins Bettchen. Hasi, komm. Okay, war ein Joke. Ja.
Dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.